Ich bin David Metzger. Vielleicht manche kennen mich, manche auch nicht. Die werden mich noch kennenlernen heute. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und möchte ganz kurz nur offiziell begrüßen und kurz sagen, wie das denn hier alles zustande gekommen ist. Wir, die Mühle Weingarten, ein Zentrum für Gebet und Jüngerschaft, haben jedes Jahr ein Geburtstagsfest, ein Gründungsfest, ein Jahresfest, nennt wie ihr es wollt, wo sich die Mühle als Verein gegründet hat damals, 2014. Und jedes Jahresfest ist ganz groß an einem Tag im September und beinhaltet unter anderem ein Lebensbild über eine christliche Person, die gewirkt hat. Und 2021 haben wir uns dann für Dietrich Bonhoeffer entschieden. Und da ich irgendwie so ein, also ich hatte es die letzten Jahre schon geschrieben, die Stücke davor, als Theaterstücke, und dann kam mir so in den Sinn, singe ich auch manchmal ganz gern und die anderen hier auch. Vielleicht machen wir auch so ein bisschen mal Richtung Musical gehend und schauen mal, was bei rauskommt. Ende 2020 habe ich dann ein bisschen angefangen zu recherchieren, nachzulesen. Ein paar Dinge kennt man von ihm schon. Aber habe dann, während unsere Schüler oben Unterricht hatten und studiert haben, habe ich ein Bonhoeffer-Buch gelesen, so ein dicker Schinken. Habe mir dann jede Seite Sachen rausgeschrieben, weil die Sprache sehr intellektuell war und das bin ich irgendwie, glaube ich, nicht. Naja, und habe geschrieben. Und das ging dann 9 Monate. Wir denken, 9 Monate wie eine Schwangerschaft. Ja, tatsächlich nach 9 Monaten war dann das Baby auch fertig, also war es dann auch da. Und wir konnten es aufführen als Premiere am 18. September 2021 zum Jahresfest der Mühle Weingarten. Ja, an dem Tag war es so viel anderes mit Einschulung, mit Konfirmation, mit allem drum und dran. Und viele Leute haben gesagt, ach, könnt ihr denn nochmal, würde ihr denn nochmal? Dann haben gesagt, ja, okay, wir machen es nochmal. hätte ich das gewusst, was das für ein Aufwand ist? Naja, egal. Genau, und haben uns dann so ein bisschen in die Planung begeben. Ich darf jetzt schon mal allen danken, es gibt nachher noch einen Dank, aber jetzt schon mal allen danken, die einfach involviert waren, vor, auf, hinter, unter der Bühne und sonst wo. Ist einfach mega. Genau. Ich muss überlegen, weil ich habe meinen Zettel vorhin irgendwo vergessen. Irgendwo liegt er. Wenn ihr nachher einen Zettel findet mit Notizen, wo drauf steht, Dank und Erinnerung, wäre meiner. Ich möchte zwei Leuten danken, die jetzt heute nicht hier sind. Wir haben natürlich ein paar Lieder auch übernehmen dürfen. Es gibt ein Bonhoeffer Musical aus den USA von Scott Wilkinson, älterer Mann. Und mit dem habe ich dann gemailt und so, Herr Wilkinson, könnten wir Ihre Lieder, so ein, zwei, die finde ich richtig cool und passend. Also es werden auch zwei englische Lieder dabei sein. Ja, kein Problem, cool, wenn es in Deutschland auch so ein bisschen unter die Leute geht, mach mal. Und Udo Zimmermann, vielleicht ein Begriff hier, ein Weingärtner, der jetzt mittlerweile das Kulturwerk Kraichgau in Wössing führt und leitet, eine Musik- und Kunstschule, ist so ein bisschen mein Vorbild in Sachen Musical. Er hat schon zwei ganz tolle Musicals, Touch the Sky und Albert Schweitzer, geschrieben und aufgeführt. Und da durften wir auch ein Lied, das dann später auch ganz gut so irgendwie reinpasst, übernehmen. Genau, die wollte ich noch erwähnen. Die sind jetzt beide nicht hier. Und USA ist ein bisschen weit. Und wir singen manchmal auch. Ja, muss ich noch was sagen? Ist eigentlich gut. Genau. Ukraine. Ja, es ist spannend, weil dieses Stück, dieses Musical, ist irgendwie so auch ein bisschen passend in die Zeit, in die Kriegszeit. Das konnten wir damals noch nicht so ahnen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen den Eintritt frei halten, weil das ist ein Musical von Laien, also keiner kriegt hier für Geld. Aber wir möchten jetzt doch spontan einfach was tun, und zwar für die Ukraine-Hilfe, die wir hier in Weingarten haben. Wenn es euch auf dem Herzen liegt, später am Ausgang steht ein Kessel, was reinzugeben, und wir sammeln das. Und wenn ihr möchtet, das ist euch ganz frei. Und genau, kommt in gute, treue Hände. Genau, das wollen wir natürlich jetzt sagen. Jetzt habe ich, glaube ich, alles. Jetzt würde ich nur noch sagen, Bühne frei und viel Spaß.
21.07.1945. In London findet auf britischem Boden ein Gedenkgottesdienst für einen Deutschen statt, der vor über 3 Monaten gestorben war. Nur die wenigsten wussten davon, deswegen sind auch nur wenige Bekannte und Freunde anwesend. Hunderte Kilometer weit entfernt sitzt in der Marienburger Allee 43 in Berlin-Charlottenburg ein älteres Ehepaar vor dem Radio. Die Frau hat 8 Kinder zur Welt gebracht. Der 2. Sohn war im Ersten Weltkrieg gefallen, was die junge Mutter ein ganzes Jahr lang in tiefe Depressionen gestürzt hatte. 27 Jahre später sollte ein 2. Krieg ihr 2 weitere Söhne rauben. Ihr Ehemann galt als einer der berühmtesten Psychiater Deutschlands. Nun galt alle Aufmerksamkeit dem Radio. Der Moderator begann mit den Worten: Ich möchte Sie begrüßen zu einem ganz besonderen Gedenkgottesdienst hier bei BBC. Wir gedenken heute dem deutschen Freiheitskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Jetzt hatten sie also Gewissheit. Als der Krieg endlich vorbei war, hörten sie zunächst nichts von ihren beiden jüngeren Söhnen. Dann vor einem Monat erreichte sie die Nachricht vom Tod des 3. Sohnes Klaus. Von ihrem jüngsten Dietrich hatten sie bis vor wenigen Tagen immer noch nichts gehört. Jemand hatte behauptet, ihn wohl aufgesehen zu haben. Ein anderer hatte gesagt, er habe nicht überlebt. Was stimmte nun? Und dann teilte ihnen ein Nachbar mit, dass BBC am folgenden Tag einen Gedenkgottesdienst in London ausstrahlen würde für Dietrich. So saßen Karl und Paula Bonhoeffer nun vor dem Radio und hörten die Nachrufsworte für ihren Sohn. Es sprach gerade George Bell, Bischof von Siester, einer der bekanntesten Freunde Dietrichs, die sich Jahre vor dem Krieg kennengelernt hatten. Das alte Paar konnte es kaum fassen, dass dieser gute Deutsche, ihr Sohn, nun tot war. Und es überstieg die Vorstellungskraft vieler Briten, dass dieser tote Deutsche gut war. Die Welt kam langsam wieder ins Lot. Der Verstorbene war verlobt gewesen, hatte als Pastor und Theologe gearbeitet und war wegen seiner Rolle in einem Mordkomplott gegen Hitler hingerichtet worden. So erleben Sie nun seine Geschichte. Die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer wurde als 6 von 8 Kindern geboren. Das Haus war groß, gut bestückt, es gab eine Köchin, ein Dienstmädchen.
Und doch zählten in der Familienkultur Dinge wie Selbstlosigkeit, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft. Mutter Paula war die gute Seele des Hauses, die ihre Kinder im christlichen Glauben erzog und für Dietrich ein großes Vorbild war. Vater Karl Bonhoeffer war humorvoll und stolz auf Dietrichs geradlinige Haltung, was auch seine disziplinierte Erziehung zeigte. Meinte er etwa, dass die Kinder nur sprechen dürfen bei Tisch, wenn es auch etwas zu sagen gäbe. So verschwieg Dietrich mit 13 Jahren auch vorerst, dass er gerne Theologie studieren würde. Kein Kind der Bonhoeffers zog jemals richtig aus. Die Verbindung war zu groß, dass sie später teilweise nebeneinander wieder eingezogen sind. Im Hause Bonhoeffer ging es zu wie in einem Taubenschlag. Denn immer waren Freunde, Verwandte und viel mehr zu Gast. Zumeist wurde miteinander gesungen und musiziert. »1920. Dietrich teilte seiner Familie den Wunsch mit, Theologie zu studieren. Bei der Familie, vor allem bei seinem Bruder Karl Friedrich, gab es vorerst keine Jubelstürme. »Was? Du willst Pfarrer werden? Wie ist denn das mit der Überwindung von Gutem zum Bösen und mit der rechten und der linken Backe? Jesus sagt, man soll es auf den Frechen hinhalten.« »Du glaubst doch nicht wirklich, dass Jesus Anarchie wollte?« Ich meine, ist nicht er mit dem Prügel in den Tempel gegangen und hat die Händler rausgeworfen? Er war selbst ein Fragender. Ach, Dietrich, die Kirche ist doch nur ein kleinbürgerliches, langweiliges und gebrechliches Gebilde. Ich bitte dich. Dann werde ich diese Kirche eben reformieren. Ach, Dietrich, du bist doch auf dem besten Weg dahin, dich aus der wissenschaftlichen, erklärbaren Realität dich in einen Nebel von Metaphysik zu flüchten. Also hör mal, Karl, dass es einen Gott gibt, dafür lasse ich mir den Kopf abhauen. Und so sei es. Ich werde ab September mein Studium der Theologie in Tübingen beginnen, wie es Tradition ist in unserer Familie. See the light of the stars when the daylight fades into dark. You only know the warmth of the fire when the coldness slid with a spark. When you're alone and the darkness comes to visit your room, easy to hear the howling and the gloom. But don't run and hide in the canvas from the shadow of night. You don't need to fear, though the path is out of sight. Be the one that's lighting the way, and be the one that's a candle
be the one that turns night into day. Be the fire, be the flame, be the sun. Be the one. Up to the power of the dark. Came so easy, with no need to resist. We never need the light of the fire to guide us through the fog and the mist. Many will fall as they stumble at the edge of the night. Many will fail as they cannot find the light. You can't waste your time in the desert land of curse in the dark. So stand and be brave, you have to be the spark. Be the one that's lying in the wind. Be the one that's the candle. Be the one that turns night into day. Be the fire, be the flame, be the sun. Be the one. Zwanzig startete Adolf Hitler den ersten Putschversuch und scheiterte kläglich. Damals noch uninteressant für Dietrich, der gerade ein Auslandssemester in Rom belegte, begeistert von dieser Zeit, den Gottesdiensten und Kirchen, begibt er sich mit seinem Bruder Klaus auf eine Schiffsreise nach Nordafrika. Dort keimen im Kopf des 18-Jährigen Gedanken auf, die sich sein Leben lang nicht mehr gehen lassen werden. Fabelhaft wirkt diese Universalität der Kirche. Weiße, Schwarze, Gelbe und alle in geistlichen Trachten vereint unter der Kirche. Das scheint doch sehr ideal. Wenn die Kirche wirklich existiert, dann existiert sie ja nicht nur hier in Rom oder in Deutschland oder sonst wo, sondern überall. Ich finde, Kirche sollte eine weltweite Gemeinschaft von Christen sein. In Rom festigte sich sein gedankliches Fundament, was er später als Ausrüstung gegen das Dritte Reich benötigte. Deutschland hatte sich in dieser Zeit verändert. Nach dem Ersten Weltkrieg und während der Weimarer Republik sehnte sich das Volk nach einem Führer, der vorangeht und es leitet.
Egal wer es war. Wahrheit wird aus Freiheit geboren. Ein tiefgründiger Satz Bonhoeffers aus einer Trauerrede, die er halten durfte. Genau diese Freiheit wurde ihm 1930 aufs Herz gelegt, mit der Adresse USA. Und während Dietrich in die Vereinigten Staaten reiste, wird die NSDAP in Deutschland zweitstärkste Macht. Ah, Pastor Paul. Kommen Sie doch. Ich finde es ja, ich weiß nicht, Pastor Paul, mich beunruhigt die Entwicklung in meinem Land, in Deutschland. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Aber genau so beunruhigt mich irgendwie, ja, die Theologien in den Staaten hier. Es gibt sie eigentlich gar nicht. Das ist keine Dogmatik, nur irgendein Geschwätz. Mr. Bonhoeffer, da gebe ich Ihnen recht. Bei uns wird ein bisschen zu wenig Wert auf Verkündigung gelegt. Ja, ich finde, es hat auch keinen Sinn, dort, wo das Wort wirklich nicht mehr gepredigt wird, noch Früchte zu erwarten. Aber Mr. Bonhoeffer, kommen Sie doch mal mit in die Abyssinian Church in Harlem. Abyssinian? Ja. Pastor Paul vereint in sich das Feuer eines Erweckungspredigers mit scharfem Verstand und gesellschaftlichem Weitblick. Er kämpfte aktiv gegen den Rassismus und verkündigte gleichzeitig die Erlösungsmacht Jesu Christi. Dann und nur dann, wenn beides, die Lebenspraxis und die Bekehrungspredigt, zusammenkamen, konnte man mit Gott rechnen. Dann und nur dann entstand wirkliches Leben. Zum ersten Mal erlebte Dietrich Bonhoeffer genau das, wie das Evangelium gepredigt und im Gehorsam zu Gottes Geboten auch gelebt wurde. Er war gefesselt und für den Rest seines Lebens und dieses Jahres in New York ging er jetzt auch immer in die Abyssinian Church mit dem, was sein Herz bewegt hat. Gloria, Halleluja! Amen. Und nun, Mr. Bonhoeffer, singen Sie mit den Leuten. Singen? Ja, singen. Mit Freude, mit Feuer. Okay. Sie können das machen. Okay. Kommen Sie aus sich raus. Zeigen Sie den Menschen die Freude, die Sie in sich haben. Mr. Bonhoeffer. Oh, happy day. Oh, happy day. So? Ja, Sie machen das wunderbar, Mr. Bonhoeffer. When Jesus washed. Ja? Ja, wunderbar. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Das mit dem Einsatz jetzt? Okay. La 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 Jesus washed. Sit in America. When Jesus washed. Washed my sins. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yes. He taught me high. Oh, he taught me high. To wash. Fight and pray. And he taught me how to live rejoicing, rejoicing. Every day. Whoa. Happy day. Happy day. When Jesus
washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed the sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Nochmal. Oh, happy day. He taught me high. Oh, he taught me high. Fight and pray. Fight and pray. Man, he taught me how to live rejoicing joy. Say, every day. Every day. Whoa, whoa. Happy day. Oh, happy day. Yes, it was my happy day. Oh, happy day. Oh, oh. Oh, happy day. 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 Nach seinem Jahr in Amerika hatten die Nazis in Deutschland und vor allem in Berlin sehr viel Platz eingenommen. Dietrichs Predigten wurden zunehmend ernster. Seine frühere Mitstudentin Inge Karding stellte fest, unter den Menschen in Deutschland wuchs die Erwartung, dass das Heil nun von Adolf Hitler kommen würde. Aber in Bonhoeffers Vorlesungen hörten wir, dass das Heil allein durch Jesus Christus kommt. Am 1. Februar 1933, zwei Tage nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, sprach Adolf Hitler zum ersten Mal als Reichskanzler im Rundfunk. Am selben Tag hielt Bonhoeffer in der Berliner Funkstube einen Vortrag zum Thema Der Führer und der Einzelne in der jungen Generation. Bonhoeffers Vortrag zeigt, dass einer Minderheit früh die Gefahr bewusst war, die von Hitler ausging. Es drohte eine grauenhafte kulturelle Barbarisierung, schrieb er am 6. Februar in die USA. Man ist unglaublich naiv hierzulande. Hören wir nun einmal kurz in diesen Rundfunkbeitrag Bonhoeffers rein. Die Gestalt des politischen Führers wurde der Vertraulichkeit entkleidet. An die Stelle der Freundschaft trat die Kameradschaft. An die Stelle der Hingabe der Gehorsam. Die individualistischen Reste der Jugendbewegung sind überwunden. Der Führer rückt in ungeheure Distanz zum Geführten, aber er ist Führer. Nur als der von den Geführten erkoren, das ihnen herausgewachsene. Er empfängt seine Autorität allein von seiner Gefolgschaft, von unten, vom Volk, und es trägt ihn in alle Höhen. Den Führer wähle ich mir, Vater und Lehrer kann ich nicht wählen. Der Autorität des Führers unterstelle ich mich. Der Autorität des Vaters und des Lehrers unterstehe ich. Der Mensch und insbesondere der Jugendliche wird so lange das Bedürfnis haben, einem Führer Autorität über sich zu geben, als er selbst nicht reif, stark, verantwortlich genug fühlt. Der Führer wird sich dieser klaren Begrenzung seiner Autorität bewusst sein müssen. Versteht er seine Funktion anders, als es so in der Sache begründet ist, gibt er nicht dem Geführten immer wieder klar Auskunft über die Begrenztheit seiner Aufgabe und über dessen eigenste Verantwortung. Lässt es sich von dem Geführten dazu hinreißen, dessen Idol darstellen zu wollen. Und der Geführte wird es immer wieder von ihm erhoffen. Und dann gleitet das Bild des Führers in das des Verführers. Genau an dieser Stelle brach die Übertragung ab.
Der Rundfunkbeitrag besaß etwas Prophetisches. 4 Wochen später brachte es Bonhoeffer in einer Predigt in der Dreifaltigkeitskirche in Berlin auf den Punkt. Er erkannte, was hier gespielt wurde, und scheute es sich nicht offen zu sagen. Nun, wir haben in der Kirche nur einen Altar. Und das ist der Altar des Allerhöchsten, vor dem alle Kreatur auf die Knie muss. Und wer etwas anderes will, der bleibe fern. Der kann nicht mit uns im Hause Gottes sein. Und hier, wir haben in der Kirche auch nur einen Altar, eine Kanzel. Und von dieser Kanzel aus wird der Glauben an Gott geredet. Und sonst von keinem Glauben und noch so gutem Willen. Adolf Hitler spielte gekonnt alle Parteien gegeneinander aus. Bonhoeffer erkannte schnell, was hier geschah. Viele Christen dachten, dass es unter Hitler mehr missionarische Möglichkeiten geben würde, da er zu Beginn öffentlich zum guten Christentum stehen musste, obwohl er es verachtete. Adolf Hitler hasste die Barmherzigkeit. Es musste etwas getan werden. Bonhoeffer traf daraufhin mit Eberhard Bethke zusammen, einem jungen Theologen, der von da an wie kein anderer Seite an Seite mit Dietrich zum Widerstandskämpfer und vor allem zum besten Freund wurde. Eberhard, ich sage dir, eine Kirche, die nicht zu den Juden steht, das kann doch nicht Kirche Jesu Christi sein. Und sogar Chamberlain sieht in Hitler schon den neuen deutschen Messias, der unter der göttlichen Führung steht. Also so. Und hier, Dietrich, sieh nur, dieses Flugblatt hat die Nationale Reichskirche, die NR, kürzlich herausgebracht. Hör dir mal an hier, was Reichsbischof Müller und Konsorten fordern. Die NR fordert die sofortige Einstellung des weiteren Drucks und Verlegens der Bibel innerhalb Deutschlands. Natürlich. Die NR erklärt als ihr und somit unseres Volkes größtes Dokument das Buch unseres Führers Mein Kampf. Sie ist sich dabei dessen bewusst, dass in diesem Buch nicht nur die größte, sondern vielmehr die reinste und wahrste Ethik für das gegenwärtige Leben unseres Volkes verkörpert ist. Und pass auf, es kommt jetzt noch härter, Dietrich. Die NR räumt von ihren Altären das Kruzifix, die Bibel und sämtlichen Heiligenbilder. Auf den Altären der NR ist dem deutschen Volk und somit Gott unser allerheiligstes Buch, Mein Kampf. Und diesem zur linken Achtung das Schwert zu weihen. Das Schwert. In der NR gibt es keine Vergebung der Sünden. Sie vertritt dabei den Standpunkt und wird diesen immer wieder betonen, dass einmal im Leben begangene Sünden unerbittlich gerächt werden. Gerächt durch die irrenden und unumstößlichen Gesetze der Natur. Und zwar auf dieser Welt. Und mit dem Tag der Gründung der Nationalen Reichskirche ist in allen Domen und Kirchen des Deutschen Reiches und der Kolonialgrenzen das Christenkreuz zu entfernen und das einzige unversiegbare Symbol Deutschlands, das Hakenkreuz, zu setzen. Sprachlos. Eberhard, ich bin sprachlos. Eberhard, es muss etwas geschehen. Es muss was passieren. Wir können doch nicht zusehen, wie unser Land und unsere Kirche und unsere Mitmenschen zugrunde gehen. Ich habe auch noch was dabei. Ich habe es gefunden, unsere schönen Weihnachtslieder. Bin auch schon zur reinsten Nazi-Propaganda. Weihnachten 1933, deutsches Liedgut. Hier. Dunkle Nacht, finstere Nacht. Alles schläft, einsam wacht nur der Hüter am heiligsten Gut. Nordlands Wächter im nordischen Blut. Deutscher, lausch und wach auf. Deutscher, lausch und wach auf. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Eberhard, es muss was passieren. Ich sag dir, nur wer für die Juden schreit, der sollte auch gregorianisch singen dürfen. Wir müssen irgendwas tun. Eberhard, wir müssen was tun. Es bringt doch auch nichts, wenn man in den falschen Zug einsteigt, dass man dann im Flur in die entgegengesetzte Richtung läuft. Das bringt doch auch gewiss, nichts. Gewiss, Dietrich. Aber
Was können wir tun, Dietrich? Was können wir tun? Schon unsere Flugblätter gegen die Kirchenwahl von Reichsbischof Müller wurden auf legalem Weg beseitigt. Legal. Ja. Dieser ungehobelte Frauentyp. Wegen ihm ist auch schon Bodenschwing zurückgetreten. Vielleicht benötigen wir so etwas wie einen Pfarrernotbund. Pfarrernotbund? Bund, ja. Ich wende mich mal an Niemöller. Und Hildebrand, den holen wir auch mit ins Boot. Das ist gut. Ja. Ja, aber das ist gut, ja. So machen wir es. Danke für die gute Idee. Ich glaube, ich werde mich etwas zurückziehen müssen die nächste Zeit wegen meiner, ja, wegen meiner Aussagen gegenüber der deutschen Kirche. Werde ich mich nach London zurückziehen. Aber Ebert, wir bleiben im guten Schriftkontakt, im Austausch. Ich danke dir jetzt schon für alle Unterstützung. Das ist so wertvoll. Deine Freundschaft. Vielen Dank. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Wenn's draußen kalt und gefährlich ist und du dein schönes, warmes Bett vermisst, vergiss nie, dass du nie alleine bist, denn du hast einen Freund in mir. Ebert. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir, Dietrich. Du hast einen Freund in mir. Du hast deine Sorgen genauso wie ich. Ja. Wir halten zusammen, ich würde für dich alles tun für dich. Ich auch. Egal was passiert, verlass dich auf mich, denn du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Ein paar von den Typen könnten klüger, größer und stärker sein als ich, vielleicht. Doch keiner wird dich auf meine Art jemals so lieben wie ich, du und ich. Auch noch in Jahren wirst du sehen, unsere Freundschaft wird niemals untergehen. Das ist unser Schicksal, ich sag's dir jetzt hier. Du hast einen Freund in mir. Du aber auch. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Während Dietrich Bonhoeffer sich für eine kurze Zeit nach London zurückzog und von dort aus Schriftkontakt zu sämtlichen Freunden und der Familie hielt und auch weiter am Widerstand arbeitete, lernte er auch Bischof George Bell kennen, der neben Karl Barth einer der Mentoren Bonhoeffers wurde. Die Absichten seiner befreundeten Theologen Hildebrand, Niemöller und Jacobi, den Reichsbischof Müller und die Reichskirche zu besiegen, waren ihm eher befremdlich, ging es Bonhoeffer doch um jeden Preis um die Nachfolge. In der Berufung Christi ging es für ihn nicht um den Erfolg oder das Siegen, sondern um die Hingabe zu Jesus Christus. Am 20. November bekam er Post vom Schweizer Theologen Karl Barth, welcher ihm riet, sich schleunigst zurück auf den Berliner Posten zu machen. Jedoch standen zuvor noch Treffen an mit Reichsbischof Ludwig Müller und Johannes Heckel, die unter Hitler wahrhaftig aufstiegen in der Kirchengeschichte.
Zu seinem 28. Geburtstag bekam Dietrich Post von seinem Vater Karl Bonhoeffer. Dieser schrieb darin: Als du dich seinerzeit für die Theologie entschlossen hast, dachte ich manchmal im Stillen, dass ein stilles, unbewegtes Pastorendasein, wie ich es von meinem schwäbischen Onkel kannte, eigentlich doch fast zu schade für dich wäre. Darin habe ich mich, was das Unbewegte anbelangt, gröblich getäuscht. Dass eine solche Krise auch auf dem Gebiet des Kirchlichen noch möglich würde, das schien mir aus meiner naturwissenschaftlichen Erziehung heraus eigentlich ausgeschlossen. Aber wie in vielem anderen zeigt sich auch auf diesem Gebiete, dass wir Alten uns über die Festigkeit sogenannter feststehender Begriffe, Anschauungen und Dinge recht falsche Vorstellungen gemacht haben. Jedenfalls, eines hast du von deinem Beruf, und darin ist er dem meinigen ähnlich: lebendige Beziehungen zu den Menschen und die Möglichkeit, ihnen etwas zu sein in noch wichtigeren Dingen, als es die Ärztlichen sind. Darin kann dir nichts genommen werden, auch wenn die äußeren Einrichtungen, in die du gestellt bist, nicht immer nach Wunsch sind. Nach dem Brief seines Vaters, dem Schreiben von Karl Barth und dem Treffen mit Johannes Heckel stand er nun sprichwörtlich am Ufer des Rubikon. Es gab also eigentlich kein Zurück vom Zurück mehr. Verzögerte oder verpasste Entscheidungen können sündiger sein als falsche Entscheidungen, die aus dem Glauben oder aus der Liebe getroffen werden. Auch die Treffen mit Niemöller, Jacobi und dem gegründeten Pfarrernotbund hatten bisher nicht viel gebracht. Es musste ein Bruch mit der Reichskirche sein. Ein sogenannter Confessio Status Confessionis, ein Bekenntnisnotstand. Ich finde, man muss sich eben auch einmal entscheiden und kann ja nicht ewig auf ein Zeichen vom Himmel warten, dass einem plötzlich die Lösung aller Schwierigkeiten einfach so in den Schoß fallen. Und genau dies predigte er in einer seiner berühmtesten und letzten Predigten in London. Es ging über den Propheten Jeremia. Schon die Einleitung war typisch Bonhoeffer, fesselnd für alle. Jeremia hat sich nicht dazu gedrängt, Prophet Gottes zu werden. Nein, er ist zurückgeschaudert, als ihn plötzlich der Ruf traf. Er hat sich gewehrt. Er wollte ausweichen. Phantast, Sturkopf, Friedensstörer und Volksfeind hat man ihn gescholten. Hat man zu allen Zeiten die gescholten, die von Gott besessen und gefasst waren, denen Gott zu stark geworden war. Und wie gerne hätte Jeremia wie den anderen Frieden und Heil geschrien. Der Siegeszug der Wahrheit und der Gerechtigkeit, der Siegeszug Gottes, seines Evangeliums durch diese Welt, schleift hinter sich her. Hinter dem Siegeswagen die Gebundenen und Gefangenen, dass er uns endlich bände an seinen Siegeswagen, dass wir doch, wenn auch gebunden und geschunden, an seinem Siege teil hätten. Amen. Ende Mai 1934 entwickelte sich aus dem Pfarrernotbund die Geburt der Bekennenden Kirche. Sie war die Oppositionsbewegung evangelischer Christen gegen Versuche,
einer Gleichschaltung von Lehre und Organisation der deutschen evangelischen Kirche mit dem Nationalsozialismus. Die bekennende Kirche wollte als die wahre deutsche Kirche angesehen werden und somit begann ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg jetzt ein Kirchenkampf. Also, Ebert Hans, ich finde, es muss jetzt klar werden und so furchtbar es ist, dass die Entscheidung vor der Tür steht, Nationalsozialist oder Christ. Kirche und Staat verschmelzen zusehen, finde ich. Aber was passiert, wenn ein Krieg ausbricht? Dann, Freunde, dann bitte ich Gott, dass er mir die Kraft gibt, nicht zu den Waffen zu greifen. Nach kurzen Überlegungen, wie es nun weitergehen könnte, begann Dietrich Bonhoeffer mit der Gründung von Predigerseminaren in und um Berlin herum. Seine Vorstellungen von den Seminaren waren Gottes Stimme hören, gehorchen, beten, persönliches Bibellesen, Anbetung, singen und noch einiges mehr, da dies seiner Meinung nach nirgends mehr gelehrt wurde. Nach einem Briefaustausch mit Mahatma Gandhi, den er gerne einmal besucht hätte, schrieb Dietrich einen offenen Brief und ganz ehrlich darüber, ein illegales Predigerseminar zu leiten, an seinen Bruder Karl Friedrich, der übrigens gar kein Christ war. Es mag ja sein, dass ich in manchen Dingen dir etwas fanatisch und verrückt erscheine. Und ich habe selbst manchmal etwas Angst davor. Aber ich weiß, wenn ich vernünftiger würde, so müsste ich am nächsten Tag ehrlicherweise meine ganze Theologie an den Nagel hängen. Als ich anfing mit der Theologie, habe ich mir etwas ganz anderes darunter vorgestellt. Doch vielleicht eine mehr akademische Angelegenheit. Es ist nun etwas ganz anderes daraus geworden. Aber ich glaube nun endlich zu wissen, wenigstens einmal auf die richtige Spur gekommen zu sein, zum ersten Mal in meinem Leben. Und das macht mich oft sehr glücklich. Ich habe nur immer Angst davor, dass ich aus lauter Angst vor der Meinung anderer Menschen nicht weitergehe, sondern stecken bleibe. Ich kann mir immer noch gar nicht recht denken, dass du wirklich diese Gedanken alle für so gänzlich irrsinnig hältst. Es gibt doch nun einmal Dinge, für die sich lohnt, kompromisslos einzustehen. Und mir scheint, der Friede und soziale Gerechtigkeit oder eigentlich Christus sei so etwas. Neulich fiel mir das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern in die Hände. Das ist ja wirklich sehr zeitgemäß. Es fehlt heute nur das Kind am Ende. Man müsste es mal aufführen. Hoffentlich höre ich bald mal wieder von dir. Jedenfalls kommt ja bald mein Geburtstag. Es grüßt euch alle herzlich, euer Dietrich. April 35. Das erste Predigerseminar in Zingst an der südlichen Ostküste begann mit 23 Teilnehmern. Herzlich willkommen, liebe Studenten. Ganz am Anfang möchte ich Ihnen ganz wichtige Dinge mitgeben. Eine evangelische Theologenausbildung macht Menschen nicht zu Jüngern Christi, sondern zu Gelehrten, die kaum fähig waren, ein Leben in der Nachfolge Christi zu leben. Und
Ganz wichtig. Das erste Wort des Tages sollte immer Gottes Wort sein. Das Seminar zog bald von Zingst nach Finkenwalde um. Musik spielte dort eine große Rolle. Zur Mittagszeit wurden immer Choräle und Gospels gespielt. Dietrich Bonhoeffer war kein Tyrann, doch ein Mann der Ordnung, der bei aller geistlichen Demut darauf achtete, dass seine Studenten ihn als Lehrer und nicht als Kumpel ansahen. Er wollte auch immer seinen Schülern dienen. Als sich bei einem abendlichen Spüldienst keiner freiwillig meldete, schloss sich Dietrich selbst in die Küche ein und spülte alles allein. Die Schüler verstanden: Egoismus, Selbstmitleid, Mangel an Fairness, all dies wurde von Dietrich Bonhoeffer nicht geduldet. Er machte sich den Dienst am Bruder zum Lebensinhalt. Eine rechte evangelische Predigt müsse so sein, als ob man einem Kind einen schönen roten Apfel hinhält oder einem Durstigen ein Glas frisches Wasser schenkt und dann fragt: Möchtest du? Der pommersche Landadel wurde ihm zum Freund. Sie waren Anti-Hitler-Verschwörer. Besonders Ruth von Gleistrezzo wurde ihm eine enge Freundin und auch Ersatzoma. Sie liebte es, Dietrich predigen zu hören. Dietrich sollte auch ihre Enkel Max und Maria von Wedemeyer konfirmieren. Vor allem die junge Maria sollte ihm später noch näher kommen, wobei er ihr die Konfirmationsprüfung wegen Unreife noch versagte. Während Bonhoeffer mit seinen Studenten in Hinterpommern war, ereignete sich in Restdeutschland Schreckliches. Dietrich! Dietrich! Ja? Dietrich! Eberhard! Hans! Es ist Dietrich. Was ist denn? Es ist furchtbares Geschehen. Ich bin aus Atem. Hitler hat durch Himmler und Heydrich sämtliche Juden in Deutschland angegriffen. Sie wurden verprügelt, ihre Privathäuser wurden zerstört, geplündert, sogar Synagogen wurden in Brand gesteckt. Was? Dietrich, es wurden unzählige Juden in Deutschland getötet. Was? Ja. Das darf doch nicht sein. Das können wir so nicht billigen. Wobei ich mich frage, ob dies nicht der Fluch ist. Von was redest du denn da, Hans? Der Fluch, der auf den Juden liegt, weil sie den Christus verraten haben. Und ich weiß, ihr seid keine hasserfüllten Antisemiten, aber diese Äußerung weise ich scharf zurück. Bonhoeffer las damals in seiner Bibel den 74. Psalm. Das packte ihn und mit seinem Bleistift markierte er die Stelle am Rand. Er unterstrich auch die zweite Hälfte des 8. Verses, wo steht: Sie verbrennen alle Häuser Gottes im Lande. Neben diesem Vers schrieb er 9.11.1938. Bonhoeffer war überzeugt, dass hier Gott zu ihm, ja zu allen Christen in Deutschland sprach. An diesem Tag wurde es Dietrich Bonhoeffer so klar wie nie zuvor: Wer seine Hand gegen die Juden erhebt, erhebt sie gegen Gott selbst. Die Nazis griffen Gott selbst an, indem sie sein Volk angriffen. Wir müssen so schnell es geht an alle Pastoren der Bekennenden Kirche schreiben und sie sollen eine mutige Stellungnahme machen. Eine ganz mutige. Das muss jetzt passieren. Ja. Das machen wir. Ich setze sofort etwas auf. Ja. Es eilt. Das stimmt. Nachdem bei diesen Stellungnahmen nicht besonders viel herauskam, fragte sich Bonhoeffer allmählich, ob der Kampf der bekennenden Kirche vorbei sei. Er hatte schon immer den Eindruck gehabt, dass Gott ihn in einen anderen Kampf rief. Doch eines wusste er: An keiner Front würde er mit dem Gewehr kämpfen. Er war nicht der prinzipielle Pazifist, zu dem einige ihn haben machen wollen, aber er sah: Der Krieg, in den Hitler Deutschland führte, war ein ungerechter Krieg.
Der Zweite Weltkrieg war in vollem Gange. Dietrichs Mutter, Paula Bonhoeffer, wusste, was dies für die deutschen jungen Männer hieß. Dietrich, mein Junge. Was, Mutter? Ich habe auf der Straße Plakate gesehen, dass sie alle jungen Männer des Jahrgangs 1906 und 7 zur Musterung einziehen wollen. Ja, aber Mutter, ich werde zu keiner Waffe greifen. Niemals! Dann musst du fort! Mutter, ich kann euch doch hier nicht allein lassen. Dich und Vater und meine Geschwister und ihre Familien, das kann ich doch nicht tun. Dietrich, ich glaube trotzdem, dass es das Beste ist. Rasch, eile dich! Vielleicht hast du recht. Mutter, ich liebe euch und meine Familie. Bestelle allen liebe Grüße. Macht's gut. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Seht, Dietrich hat aus den USA geschrieben. Er schreibt, dass er maximal ein Jahr bleiben wird. Ja, ermutigt uns, die Seminare weiterlaufen zu lassen, auch in der illegalen Form, wie sie gerade laufen. Er schreibt auch, dass er sich gerade über seine eigene Rolle in dem Ganzen klar werden muss. Ob du drüben oder ich in Amerika arbeite, wir sind beide nur, wo er ist. Er nimmt uns mit, ja. Oder bin ich doch dem Ort ausgewichen, an dem er ist, an dem er für mich ist? Nein, Gott sagt, du bist mein Knecht. Das stimmt, Dietrich, mein Freund. Wir werden weiterhin wie ausgemacht jeden Tag zur selben Zeit unsere persönliche Andacht halten. Gott mit dir. Seit gestern Abend kommen meine Gedanken von Deutschland nicht mehr los. Wie nützlich könnte ich jetzt dort die Zeit verbringen? Diese Untätigkeit macht es nur noch unerträglicher. Ich meine, natürlich kann ich hier lehren an der Universität, aber ist das meine Bestimmung? Hier zu bleiben und zu lehren, während meine Brüder im Feuer sind? Nein. Nein, das kann ich nicht. Ich werde den Professor informieren, dass ich nur nach nur 26 Tagen Amerika wieder zurückkehren werde. Zu meinen kämpfenden Brüdern. O Herr, steh uns bei. Die Begegnung mit Bonhoeffer trat für manche unter uns nun auch das Problem, das wir heute mit dem politischen Widerstand bezeichnen, zunehmend stärker in den Vordergrund. Die eskalierende Judenverfolgung erzeugte eine mehr und mehr unerträgliche Situation, besonders auch für Bonhoeffer selbst. Alle tapfere Confessio ging von da an
für uns nun einher mit dem unausweichlichen Komplizentum mit den Mördern. Na, Dietrich, wie schön, dich zu sehen. Ja. Sei gegrüßt. Gut, euch zu sehen, Freunde, aber wir müssen gleich zum Sachlichen kommen. Freunde, wir befinden uns jetzt mittlerweile mitten in der Verschwörung gegen Adolf Hitler. Das muss uns jetzt klar sein. Ja. Die Gestapo hat alle Seminaristengruppen geschlossen. Wir haben immer weniger Möglichkeiten. Die goldene Ära von Zingst damals ist vorbei. Du kannst keine Pfarramtskandidaten mehr unterrichten. Ich denke, wir sind an einen Punkt gekommen, an dem die Grenzlinie zwischen Bekenntnis und Widerstand erreicht wurde. Und nun überschritten werden muss. Wird diese Grenze nicht überschritten, so steht die Confessio nicht besser da als die Kooperation mit den Verbrechern. Ja, wir haben widerstanden mit dem Bekenntnis, aber wir haben nicht bekannt mit dem Widerstand. Ja, und wisst ihr was? Jesus hat den Unterschied gemacht. Und ihm will ich folgen. Sein wie er. Freunde, so lasst uns nun gehen. Vom Bekenntnis zum Widerstand. Um das Regime aufmerksam zu machen, reiste Dietrich Bonhoeffer am 8. Juni 1942 ins mecklenburgische Kleingrössing zu Ersatzoma und Freundin Ruth von Kleist-Retzow. Auch ihre Enkeltochter Maria von Wedemeyer war dort. Sie hatte gerade das Abitur absolviert und bevor sie ihr Pflichtjahr antreten musste, welches Frauen damals im sozialen Bereich leisteten, wollte sie noch einmal all ihre Verwandten besuchen. Ich habe vor, nach meinem Pflichtjahr Mathematik zu studieren. Ja, das ist doch gut. Mathematik hört sich doch irgendwie gut und auch interessant an. Ja, wirklich. Aber wo kommen Sie denn gerade her, Herr Pfarrer Bonhoeffer? Pfarrer Bonhoeffer. Also erstmal, Dietrich langt vollkommen. Naja, wo komme ich her? Ich war in Schweden gerade, davor in der Schweiz, Norwegen, Amerika war ich. Amerika? Ja. Amerika, das ist ja toll. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der jemals in Amerika gewesen ist. Ach, müsste ich nicht morgen schon wieder abreisen, dann könnten Sie, du, mir noch so viel mehr über Amerika und die Welt erzählen. Viel Zeit konnten die beiden nicht miteinander verbringen. Jedoch Bonhoeffer hat es erwischt. Wie immer brauchte er Zeit, um sich über seine Gefühle und Gedanken klar zu werden. Die wenigen Stunden mit dieser schönen, klugen und selbstbewussten jungen Dame hatten ihn gepackt. Sie war 18 Jahre alt und bis zu diesem Juni war sie für ihn das 12-jährige Mädchen gewesen, das er 36 einst für zu jung für den Konfirmandenunterricht eingestuft hatte. Der 36-jährige Dietrich war sich des großen Altersunterschiedes zu der 18-Jährigen bewusst. Und eigentlich hatte er sich längst gegen das Heiraten entschieden. Er war sich doch eigentlich sicher, dass seine Berufung mit einer Ehe unvereinbar sei. Im Juni folgte wieder einmal ein Brief an seinen besten Freund Eberhard Bethke. Lieber Eberhard, an Maria habe ich nicht geschrieben. So geht es auch wirklich nicht. Und wenn kein weiteres Zusammentreffen möglich ist, wird sich der schöne Gedanke sich wohl wieder einmal im Reich der unerfüllten Fantasien auflösen. Nach einem weiteren Auslandsaufenthalt von Bonhoeffer folgten einige Briefwechsel mit Maria,
die schon zu Beginn Gefühle für Dietrich hegte. Nachdem Marias Vater und auch ihr Bruder Max im Krieg gefallen waren, war es selbstverständlich, schon aus Anstand hin, dass Dietrich ihr als Seelsorger zur Seite stand. Maria, Maria, den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. So steht es schon in den Psalmen. Und Maria, ich teile deinen Schmerz. Und obwohl deine Mutter geschrieben hat, ich solle nicht zur Trauerfeier des Vaters und deines Bruders kommen, so konnte ich nicht anders, als dir zur Seite zu stehen. Ich weiß. Naja, ich glaube, meine gute Großmutter Ruth hat die Gerichteküche etwas angefeuert. Ja. Ich kann ihr gar nicht böse sein. Weil sie hat ja recht. Oh, Dietrich! Im November schrieb Maria in ihr Tagebuch. Warum bin ich in diesen Tagen plötzlich so froh? Einmal sicher, weil ich jetzt alle Grübeleien, Erwägungen und quälenden Gedanken auf später verschieben kann. Aber solch ein Verschieben kann doch nicht so befreiend sein. Seit ich mit meiner Mutter telefonisch über ihr Zusammensein mit Dietrich sprach, ach, da ist es mir, als könnte ich endlich wieder frei atmen. Dass er auf meine Mutter einen gewissen Eindruck gemacht hat, das ist ja klar. Es kann ja gar nicht anders sein. Das Überwältigendste ist und bleibt aber, dass er mich wirklich heiraten will. Ich kann es ja noch immer nicht verstehen, dass das überhaupt möglich ist. Maria, was schreibst du denn da? Oh, ach, nichts, nur ein paar Gedanken. Weißt du, Maria, wir müssen durch ein ganz tiefes Tal und ich glaube noch viel tiefer, als wir jetzt ahnen, bevor wir wieder bergauf gehen können. Die Hauptsache ist, dass wir uns ganz führen lassen und nicht widerstehen oder ungeduldig werden. Ich glaube, Maria, dann wird alles recht. Dietrich, wir werden noch immer füreinander da bleiben. Oder? Meine Liebe trägt dich bis ans Ende dieser Zeit, bis dahin, wo die Sterne aufgehen. Ich will bei dir bleiben bis in alle Ewigkeit. Niemals lass ich dich allein. Ich weiß, es wird nicht leicht, doch gemeinsam sind wir stark. Ich will dein bester Freund und auch der Mann an deiner Seite sein. Die schönsten Schätze finden. Komm und lass uns gehen, nur wir beide Hand in Hand. Niemals lass ich dich allein. Ich weiß, es wird nicht leicht, doch gemeinsam sind wir stark. Ich will deine Freundin und die Frau an deiner Seite sein.
bis dahin, wo die Tage niemals enden. Mit dir an meiner Seite kämpf ich mit allem, was auch kommt. Wir beide sind niemals allein, ich weiß. Es wird nicht leicht, doch gemeinsam sind wir stark. Ich will dir meine Liebe schenken und an deiner Seite sein. Meine Liebe und mein Leben sollen dir nun ganz gehören, glaube mir. Ich will bei dir bleiben, nichts und niemand darf uns trennen. Du hörst mich und ich dich kennen, weil wir uns tief und innig lieben. Meine Liebe und mein Leben sollen dir nun ganz gehören. Glaube mir, ich will bei dir bleiben. Nichts und niemand darf uns trennen, du wirst mich und ich dich kennen, weil wir uns tief und innig lieben. Marias Mutter hatte weiterhin nicht nur Bedenken wegen Bonhoeffers Alter, sondern auch wegen seiner Arbeit für den deutschen militärischen Geheimdienst, genannt die Abwehr. Vielleicht wusste sie sogar um sein Engagement in der Verschwörung. Egal, was er genau machte, es war jedenfalls gefährlich. Die Gestapo war tatsächlich just in diesem Moment auf Dietrich Bonhoeffer aufmerksam geworden. Ein Abwehrmitarbeiter, Wilhelm Schmidhuber, wurde gefasst und dessen Weg führte zu Bonhoeffers katholischem Freund Josef Müller. Er gab Informationen preis, die Josef Müller, Hans von Donani und Dietrich Bonhoeffer belasteten. Für die Verschwörer begann ein Wettlauf mit der Zeit. Der Coup gegen Hitler und sein Regime musste kommen, bevor die Gestapo in Aktion trat und ihre verhassten Rivalen aus der Abwehr verhaftete. Gott will, dass seine Kinder aus der Freiheit und der Freude am Rechten und Guten heraushandeln und nicht aus Angst untätig bleiben, erklärte Bonhoeffer gegenüber seinen Mitstreitern. Freunde, es gibt wichtige Neuigkeiten. Hitler plant einen Besuch an der Ostfront. Jetzt muss schnell gehandelt werden. Die Hauptakteure in diesem Unternehmen sind General Friedrich Olbricht, Generalmajor Henning von Treschko und sein Adjutant Fabian von Schlabrendorf. Okay, aber wenn der Anschlag auf Hitler durch die Zeitbomben von Schlabrendorf und Treschko und der damit verbundene Putsch klappt, dann wird alles gut. Nun war nervenaufreibendes Warten angesagt, bis die Nachricht kommen würde, dass die Flugmaschine des Führers explodiert war. Doch nach stundenlanger Warterei kam nur die Nachricht, Adolf Hitler sei sicher in Ostpreußen gelandet. Die Bombe hatte nicht ausgelöst. Und auch die Anschläge mit einer Bombe in der Manteltasche von Generalmajor Rudolf Freiherr von Gersdorf, als auch die Bombe in der Aktentasche von Freiherr von Stauffenberg schlugen fehl. Und die Gestapo kam immer näher. Dies brachte die Familie Bonhoeffer und Freunde nicht davon ab, den 75. Geburtstag des Vaters Karl ausgiebig zu feiern. Keiner wusste es, aber dies war das letzte große Konzert der Familie. Der End- und Höhepunkt einer langen, schönen Tradition. Nie wieder würden sie alle so zusammenkommen. Doch jetzt wurde gefeiert.
gemeinsam und sie stimmten froh mit ein. April 43. Bonhoeffer hielt sich gerade im Elternhaus auf, als ein Anruf der Donanis kam. Eine unbekannte Männerstimme meldete sich. Bonhoeffer hängte wieder auf. Er begriff sofort, die Gestapo hatte zugeschlagen. Sie hatten Hans festgenommen. Ihm war klar, dass sie ihn als nächstes verhaften würden. Dietrich, da steht ein Herr an der Tür und möchte dich sprechen. Was? Oberkriegsgerichtsrat Manfred Rödel. Dietrich Bonhoeffer, Sie kommen sofort mit. Röder und ein Soldat stiegen mit ihm in einen schwarzen Mercedes und fuhren fort. Seine Bibel durfte er noch mitnehmen. Er sollte nicht mehr zurückkehren. Während Donani, Müller und andere ins Wehrmachtsgefängnis für ranghöhere Offiziere kamen, wurde Bonhoeffer ins Wehrmachtsgefängnis nach Tegel abgeführt. Er schrieb an Freunde. Die ersten 12 Tage wurde ich wie ein Schwerverbrecher behandelt. Jedoch fällt es mir hier leicht, meine stille Zeit zu haben und zu beten. Auch das Alleinsein fällt mir nicht so schwer hier. Mittlerweile wurde ich auch einen Stock tiefer gelegt. Hier kann ich wenigstens Geschenke und Briefe erhalten und auch senden. Dietrich Bonhoeffer war tapfer und stark. Selbstmitleid duldete er nicht. Der Gehorsam gegenüber Gott muss wichtiger sein als der ängstliche Versuch, sich aus Schuldverstrickungen herauszuholen. Der Christ muss sich ganz Gott hingeben, selbst auf das Risiko hin, sich womöglich falsch zu verhalten. Der Gottgehorsam muss zukunftsgerichtet, entschieden und frei sein und dies etwas, was dem bloßen Moralisten oder dem gesetzlich denkenden Religiösen nicht möglich ist. Der Gedanke an den Tod ist uns in den letzten Jahren immer vertraulicher geworden. Wir wundern uns über die Gelassenheit, mit der wir Nachrichten vom Tod unserer Altersgenossen aufnehmen. Wir können den Tod gar nicht mehr so sehr hassen,
Wir haben in seinen Zügen eine Form von Güte entdeckt. Sind fast ausgesöhnt mit ihm. Es wäre wohl nicht richtig zu sagen, dass wir gern sterben, aber wir sind doch dazu schon viel zu neugierig. Oder etwas ernsthafter gesagt, wir möchten gerne noch etwas von dem Sinn unseres zerfahrenen Lebens zu sehen bekommen. Noch lieben wir das Leben. Aber ich glaube, der Tod kann uns nicht mehr so sehr überraschen. Unseren Wunsch, er möchte nicht zufällig je abseits vom Wesentlichen, sondern in der Fülle des Lebens, in der Ganzheit des Einsatzes treffen. Ja, das wagen wir uns seit den Erfahrungen des Krieges kaum mehr einzugestehen. Nicht die äußeren Umstände, sondern wir selbst werden es sein, die unseren Tod zu dem machen, was er sein kann. Zum Tod in freier Einwilligung. Gott, zu dir rufe ich am Morgen. Hilf mir beten und meine Gedanken zu sammeln. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster. Aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. Und während Adolf Hitler die gescheiterten Attentate als die Vorsehung, sein Lebensziel zu erreichen sah, saß Dietrich weiterhin in Berlin-Tegel, schrieb Briefe an Eberhard Bethge, an seine Familie und natürlich an Maria, seine Verlobte. Diese schmiedete mittlerweile Pläne für die Hochzeit, für die Hochzeitsreise und vieles mehr. Doch dazu sollte es nie kommen. Lieber Eberhard, wiederum schreibe ich dir als meinem engsten Vertrauten und Freund. Ich nenne es Stationen auf dem Weg zur Freiheit. Die Tat. Nicht das Beliebige, sondern das Rechte. Tun und wagen, nicht in Möglichkeiten, nur im Möglichen schweben. Das wirkliche Tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichen Zögern heraus, in den Sturm des Geschehens. Nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen und die Freiheit. Sie wird deinen Geist jauchzend empfangen. Der Tod. Komm nun, höchstes Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit. Tod, leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern unseres vergänglichen Leibes und unserer verblendeten Seelen, dass wir endlich erblicken, was uns hier zu sehen missgönnt ist. Freiheit, die suchten wir lange in Zucht und in Tat und in Leiden. Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst. Lieber Eberhard, bitte verzeih mir diese anspruchsvollen Zeilen und Weisheiten. Ja, es sind irgendwie Bruchstücke aus nicht geführten Gesprächen. Insofern gehören sie dir. Auf bald, dein Dietrich. Thank you.
Unterdessen war Maria in eine tiefe Krise geraten. Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, ja sogar Ohnmachtsanfälle plagten sie. Ihre Lage war verzweifelt. Wie soll das denn nur weitergehen? Sag Gott, was hast du vor? Was hast du vor mit Dietrich? Was hast du vor mit uns? Ich bin doch nur einfach eine Frau, die sich nach Liebe sehnt. Nach Nähe und Geborgenheit, sag, spürst du nicht, wie sehr ich dich jetzt bei mir brauch, sag, hörst du nicht, wie sehr mein Herz nach dir verlangt. Am 8. Oktober 1944 wird Dietrich ins Gefängnis der Reichssicherheit verlegt. Er war nun direkter Gefangener der Gestapo. Die Zellen lagen hier alle im Keller, ohne jedes Tageslicht. Maria durfte ihn nicht mehr besuchen. Eigentlich ist es hier ja wie ein Tegel, dass man hier gar keine Bewegung mehr hat. Naja, immerhin ist es einem hier gestattet zu rauchen. Bei seinem ersten Verhör drohte man Bonhoeffer mit Folter und deutete an, dass das Schicksal seiner Eltern, der übrigen Verwandten und seiner Verlobten von seinem Geständnis abhinge. Unter der Dusche konnte er heimlich mit Mithäftlingen und Vetter von Maria, Fabian von Schlapprendorf, sprechen, dem er die Verhöre als widerlich beschrieb. An Maria selber schrieb er: Liebste Maria, es sind fast 2 Jahre her, dass wir aufeinander warten. Werde nicht mutlos. Ich bin dir froh, dass du bei meinen Eltern bist. Grüße auch deine Mutter und das ganze Haus von mir. Ich habe hier noch ein paar Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen. Sie sind der Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und Geschwister. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Willst du uns noch einmal die Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonneglanz? Dann wollen wir des Vergangenen gedenken. Und dann gehört dir unser Leben ganz.
von guten Mächten wunderbar geboren. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss in jedem neuen Tag. Stille und tief um uns breitet. So lass uns hören jenen vollen Klang von dieser Welt, die unsichtbar sich um uns breitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar gebeugt. Warten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Mithäftling Fabian von Schlattrendorf erinnert sich. Ich mag es nicht zu leugnen, dass mich ein Schrecken ergriff, als ich Dietrich Bonhoeffers ansichtig wurde. Aber ein Blick in seine aufrechte Gestalt, ein Blick in seine Ruhe und Gelassenheit beruhigte und belehrte mich, dass er mich erkannt hatte, ohne dass die eigene Sicherheit ihn je verlassen hätte. Schon am folgenden Morgen konnte ich ihn für einen kurzen Augenblick sprechen. Berichtete von meinen Vernehmungen. Kein Wunder, dass seine reine und edle Seele schwer zu leiden hatte. Aber er ließ sich nichts anmerken. Immer war er guter Laune, immer gleichbleibend freundlich und jedermann zuvorkommt. Pastor Bonhoeffer, ich bewundere Sie, wie Sie so eine Ruhe und Besonnenheit ausstrahlen. Ruhe und Besonnenheit. Ja, weißt du, alle meine Kraft liegt in dem Herrn, in Gott. Er allein. Gott, hörst du das? Hörst du das? Nein, das ist doch das Ende! Rette dich, verdammt! Komm, rette dich! Das ist doch das! Ah! Nein! Gott! Ah! Doch Dietrich Bonhoeffer blieb ganz ruhig und unbeweglich stehen, fast gelassen. Gefangener Bonhoeffer, folgen Sie mir. In der Ferne hörte man die Donnergeräusche der Alliierten. Man konnte jede Minute befreit oder getötet werden. Bonhoeffer wurde ins KZ Buchenwalde transportiert, wo er unter anderem auf den Häftling Kapitän Sigmund Payne Best traf. Na, Herr Bonhoeffer, heute ist Sonntag. Machen Sie dann nicht Gottesdienst? Ja, aber ich möchte mich hier ja auch niemanden aufdrängen. Ach so, wegen mir machen Sie nur. Gerne. Na gut, ich möchte uns die Tagesverse lesen. Aus Jesaja 53.
Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und aus 1. Petrus: Gelobet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi von den Toten. Die Art, wie Herr Bonhoeffer redete, erreichte unser aller Herz. Wirklich, diese Hoffnung, Wahnsinn. Und als er gerade fertig war mit seinem letzten Gebet, da ging auf einmal die Tür auf. Und ein finster, dunkler Mann kam herein. Und er sagte: Gefangener Bonhoeffer, fertig machen und mitkommen. Wisst ihr, was das Wort mitkommen heißt? Wir Gefangene, wir wussten das alle. Es heißt Galgen. Gefangener Bonhoeffer, mitkommen. Auf Wiedersehen, Pastor Bonhoeffer. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin zu Besuch. Denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt.
vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet hab. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich die gegenüberstehe. Bonhoeffer wurde im Lauf des Sonntagabends nach Flossenbürg gebracht. Auf ihn wartete nun das Standgericht. Torbeck als Vorsitzender, Huppenkoten als Anklagevertreter und der Lagerkommandant Kögel als Beisitzer. Es wurde behauptet, ausführlich getagt zu haben. Jeden Einzelnen hatten sie vernommen. Erst einige seiner Mitstreiter und endlich auch Dietrich Bonhoeffer. Wir wissen nicht, ob Bonhoeffer in dieser Nacht schlafen konnte. Zwischen dem Ende des Standgerichts und dem Morgengrauen, das seine Hinrichtung bringen sollte, lagen nur wenige Stunden. Wir wissen, dass Bonhoeffer den Tod als letzte Station auf dem Weg zur Freiheit ansah, wie er es auch in seinem Gedicht Stationen auf dem Weg zur Freiheit ausdrückte. Mögen Millionen Menschen Bonhoeffers Tod als tragisch und viel zu früh betrachtet haben, wir können sicher sein, dass er selbst ihn nicht so betrachtete. Er wird an Maria und sein Elternhaus gedacht haben, vielleicht auch an Deutschlands Schuld und Geschick. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen, heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich träge die Tage des Unglücks gleichmütig, lachend und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig und krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, und hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe und zitternd vor Zorn über Willkür, über kleinstliche Kränkungen, umgetrieben
vom Warten auf große Dinge. Und ohnmächtig bang um Freunde in endloser Ferne. Müde und leer zum Beten, zum Denken und zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Bin ich der oder jener? Bin ich heute der eine und morgen der andere? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher und wehleidiger Schwächling. Oder gleicht das in mir ist noch einem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt in mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Die Tür zu seiner Zelle wurde geöffnet. Nun stand Dietrich Bonhoeffer im Gefängnishof des KZ Flossenbürg. Der Blick klar, der Körper aufrecht. Langsam schritt er auf seine Richterstätte zu. This pie stand alone, ostracized and abandoned, a long way from home, dwelling deep in a canyon, and you saw the light shining bright through the night. The sorrow and the chains can make no claim. This is not where it ends, it's just the beginning. It's not where it ends, it's just the beginning. Oh, despise by this world with its bitter demand. Nowhere my life will begin again. It's not the end. Don't grieve for me. I'm forever grateful. For long to be free, I will choose to be faithful. So I go where the wind sings a comforting hymn. And the recent cell of time, history designed. This is not where it ends, it's just the beginning. It's not where it ends, it's just the beginning. Though I drink of this cup, it's bitter demand. Nowhere my life will begin again. The thought of beyond,
searching that I'm on. I am called of God's demand, a stranger in this land, to bleed and take the stand. This is not where it ends, it's just the beginning. Though it seems like the end, it's just the beginning. It's not the end. It's not the end. Take courage. It's not the Zwei Wochen später befreiten die Amerikaner Flossenbürg. Zuerst einige Außenlager und dann am 23. April 1945 das Hauptlager. Eine Woche darauf beging Adolf Hitler Selbstmord am 8. Mai, war der Krieg vorbei. Wochenlang wussten weder Maria noch Bonhoeffers Verwandte, was aus ihm geworden war. Am 27.07.1945 hatten sie dann endlich Gewissheit. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch überantworten, vor ihre Ratshäuser und werden euch geißeln. Wer mich aber bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, spricht Jesus Christus, der wird's finden. Als der Gottesdienst zu Ende war, schalteten Karl und Paula Bonhoeffer das Radio aus. Thank you.
Sie hörten und sahen das Musical zu der Biografie von Dietrich Bonhoeffer. Nun sind wir am Ende, aber wollen Danke sagen für all die Mitwirkenden, die sich Mühe gemacht haben, allermeist David Metzger, der 9 Monate dieses Musical vorbereitet hat, um uns etwas mit auf den Weg zu geben. So danken wir der Truppe, die jetzt noch einmal auf die Bühne tritt, mit einem kräftigen Applaus. Wir sahen den jungen Dietrich Bonhoeffer von Jonathan Eberhardt. Karl Friedrich Bonhoeffer von Joel Greiner gespielt. Mutter Paula Bonhoeffer von Felicitas Alexi. Vater Karl Bonhoeffer von Johannes Meyer. Fabian von Schlapprendorf, David Jäger. Sigismund Payne-Best, Hanno Reichert. Manfred Röder und Soldat, Marian Heiner. Hans von Donani, Silas Stamer. Eberhard Bethke, Claudius Beitze. Maria von Wedemeyer, Michelle Aurich. Und last but not least, Dietrich Bonhoeffer, gespielt von David Metzger. Und weit gereist aus den USA, Pastor Paul von Armin, gespielt. Armin? Yeah, welcome in Germany. Ja, wir wollen euch ganz herzlich danken für die ganzen Mühen, die ihr auf euch genommen habt, vor allem dir, David, für das Schreiben des Stückes und die Proben. Ebenfalls wollen wir uns herzlich bedanken bei der Kirchengemeinde Weingarten, dass wir hier in den Räumlichkeiten sein dürfen. Johannes Essig ist Lichttechniker und hier von der Theaterkiste Weingarten für deinen hohen Aufwand, den du gehabt hast und mitgemacht hast. Ebenso an der Tontechnik Joscha Metzger und Silas Roth. Jamie Sophie für Management und Bühnenorganisation im Hintergrund. In der Maske Letizia und Patricia. Außerdem haben uns unterstützt in der Versorgung Rosi Metzger, Anja Brenk, Andreas Metzger für Aufbau, Fahrten, Bühnenbild, die Schüler der Life Academy, die im Hintergrund Dienste getan haben, das Team der Mühle Weingarten für das Aushalten der ganzen letzten Tage, wo es immer nur um Bonhoeffer ging. So danken wir. So danken wir nicht zuletzt natürlich unserem Gott, der uns durchgetragen hat, der Bonhoeffer durchgetragen hat, der jeden, der ihm vertraut, in Höhen und Tiefen und in den Krisenzeiten des Lebens nicht allein lässt. Applaus für unseren Gott. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen danken. Danken für Ihr Interesse und dass Sie sich diese Zeit genommen haben, diese bedeutende Biografie aus unserer Geschichte zu hören, zu sehen und davon auch etwas mitzunehmen.
Und das möchte ich als Dank Ihnen noch zum Schluss mitgeben. Ich möchte Ihnen mitgeben, was das Motto dieser bekennenden Kirche war. Denn dieses Motto ist tragend für unser Leben und für Ihr Leben. Und dieses Motto der bekennenden Kirche aus dem Dritten Reich hieß Teneo quia teneo. Übersetzt heißt das, ich halte. Man kann auch sagen, ich halte fest oder ich halte aus, denn ich werde gehalten. Ich halte aus, denn ich werde gehalten. In Zeiten wie diesen ist dies wieder hochaktuell. Wer weiß, dass er von Jesus Christus gehalten ist, der kann aushalten und durchhalten. In Zeiten, die wir nicht erklären können, in Krisen, die wir nicht verstehen können, in Nöten und Schmerzen, die schier nicht auszuhalten sind. Er hält sie. Vertrauen Sie ihm. Vielen herzlichen Dank und Ihnen ein gutes Nachhausekommen und nochmal einen kräftigen Applaus für diese Truppe.